Willkommen zur Aufzeichnung zwischen GER und G-SWAT. Heute auf dem MAPS Flugplatz Min und Ruinberg. Mit mir kommentiert heute der Bob Matze. Ja, guten Abend, Pierre. Ja, und dann hoffe ich natürlich auf ein sehr gutes und spannendes Match. Ja, ich habe bisher schon einiges sehen dürfen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So, dann warten wir jetzt einmal, dass die Panzer aufgedeckt werden. In der Zeit sage ich einmal Prost. Nichts geht über ein kühles Bierchen. Doch zwei kühle Bierchen. Ja, gut. Das ist natürlich ein Argument. Ja, gut, da gehen auch schon die ersten Panzer auf. Beide Teams starten mit zwei Scouts. So, G-SWAT startet mit dem M41 90 mm, einem Höllenhund, einer IS-3, ein Objekt 252U, ein Defender und 2 T-32. Matze, dein Part. Ja, G-SWAT. Nein, mit GER. Mit einem M41, einem GER. Höllenhund, eine. G-SWAT, sorry, hatte ich gerade. Ja, sorry. Und zwar GER startet mit einem Höllenhund, mit einer BZ-132, zwei IS-3, einem Object, einem Defender und einer VK-100. Jawohl, dankeschön. So, da sind auch schon die beiden Scouts auf und ein Defender. Ja, G-SWAT scheint, ja. Drei bleiben erstmal drüben stehen. GER zieht rüber Richtung Cap. Ja, hier gibt es auch schon das erste Feuergefecht. Mr. Rakete hat schon einen Treffer einstecken müssen. Object ist offen hier von G-SWAT und die Scouts natürlich sowieso. Ja. Aber der Rest ist noch zu. Die gehen schön in einer Reihe, in einem Zug. Bleiben sehr geschlossen zusammen. Gut, jetzt am Hügel sind jetzt schon die ersten offen und G-SWAT. Ja. Ist relativ gut beisammen, GER allerdings auch. Die Scouts hinten, ja, haben gerade ihr eigenes Gefecht. Jetzt ist die Frage, wer setzt zuerst zu einem Push an? Oder wird es überhaupt einen Push geben? Na, ich versuche immer noch so den Kampf zwischen den Scouts mit reinzukriegen.
Ja, da kann ich mal mich drauf konzentrieren. Die Scouts haben jetzt, die Scouts von G-Sword haben hier den GRN in die Zange genommen und auch jetzt draußen. Jawohl, Mr. Rakete ist raus. Für mich auch unverständlich, dass sich der zweite Scout hier von GR irgendwie davon gemacht hat. Was er da hinten macht, weiß ich nicht. Er hätte definitiv bei seinem zweiten Scout bleiben müssen. Ja, so wie es aussieht, die beiden anderen Scouts fahren jetzt zu dem anderen Scout, zu dem Höllenhund, fahren dem hinterher. Aber wir konzentrieren uns auf die Heavys jetzt erstmal. Und da ist auch der Höllenhund schon getroffen worden. Er kriegt jetzt von zwei Seiten und ist auch gleich draußen. Das war's. Ja, da ist er schon draußen. Die können Demnach. natürlich jetzt Ja. einsteigen hier ins Gefecht. Das wird sehr interessant. Die werden GR ganz schön ärgern. Sie teilen sich Ich jetzt glaube, natürlich das ist auf. entscheidend. Power Ossi ist jetzt mittlerweile One-Shot. Steht derzeit 2 zu 1 für G-Sword. Was machen die Scouts? Ich verstehe es nicht ganz. Ah, ich weiß, was sie machen. Sie werden jetzt hinten rumfahren und werden versuchen, den IS-3 und dem Defender in den Arsch zu schießen. Bestimmt. Aber sie haben sich einen langen Weg dafür ausgesucht. Ja, Wäre eine das ist richtig. Zangensituation vielleicht nicht verkehrt gewesen. So. Ja, der VK hat eine reinbekommen. Power ist hier immer noch One-Shot. Und die Scouts kommen jetzt auch gleich von hinten an. Power ist hier in der Base drin. Power Ossi ist auch nur noch One-Shot. Ja. So, sie pushen. Ja, jetzt genau der Push von G-Sword. Die nehmen natürlich jetzt Power Ossi und den VK raus. Ja, GER hat jetzt nur noch drei Panzer zur Verfügung, obwohl der Defender bereits One-Shot ist und jetzt ist er raus. Ja, jetzt wird es das Fokusfeuer regnen. Der nächste raus und so bleibt nur noch kleine Mücke 81 übrig. Ja, und das dürfte denn jetzt auch schnell zu Ende sein. Genau. Ja, ein 7 zu 2 Sieg. Somit steht es dann jetzt 1 zu 0. Ja, für mich war hier ganz klar entscheidend die Situation, wo die Scouts sich bei GR getrennt haben und die bei G-Sword eben zusammengeblieben sind und dadurch einen ganz klaren Vorteil. Ja, jetzt gibt es einmal den Seitenwechsel. Ich war vorhin noch etwas irritiert durch die Flugkamera, die etwas ungewohnt für mich war, und deswegen war ich erstmal bei der falschen
Mannschaft. Achso, okay. Ja, gut, alles kein Problem. Es ist für dich jetzt nun mal das erste Mal, dass du bei einer Aufzeichnung mit dabei bist. Ist ja alles okay. Ich mache es ja jetzt nun schon, ja, etwas öfter. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das nächste Match wird. Und vor allem auf das Setup. Ob beide daran festhalten, mit zwei Scouts zu fahren. Es dauert einen Moment. Aber das war schon ganz interessant eben. Solange die Scouts nicht wirklich eingegriffen haben, stand es immer pari auf der Kippe, nichts war entschieden. Und dem Moment, wo dann die beiden Scouts mit zuschlagen konnten, war die Sache eigentlich entschieden. War für mich eigentlich der taktische Fehler am Anfang des Gefechts, dass sich die Scouts auf einer Seite geteilt hatten und somit ein leichtes Ziel für die beiden zusammenfahrenden Scouts waren. Das ist richtig. So, dann gehen die Panzer auch auf. Setup, wie es aussieht. Schauen einmal rein bei GER. Ein Höllenhund, ein WZ-132, zwei IS-3, ein Objekt-252U, ein Defender und ein VK-101P. Und bei G-Sword ein M41, ein Höllenhund, ein IS-3, ein Object, ein Defender und zwei T-32. Jawohl. Ja, der Höllenhund fährt jetzt schon Richtung Hügel, beide Höllenhunde. Und da sind schon die ersten beiden aufgegangen, der VK und das Objekt 252U. Bis auf Mr. Rakete sind alle Scouts offen. Da hat es schon den ersten Schuss für den VK geregnet mit einem Munitionstreffer. GR bleibt noch sehr verhalten in der Nähe des Startpunktes. Na, G-SWAT ist jetzt auf dem Aber besten Wege Richtung Base. eine taktische Überlegung zu sein, weil auf den Defender warten sie nicht, weil der ist ja vorne mit dabei. Ja, jetzt kommt der Scout von Vorne nicht, hinten genau. an. Ja, und G-SWAT zieht natürlich mit zwei Fahrzeugen direkt zur Base. Die anderen positionieren sich oben am Hügel und versuchen runterzuwirken. GER zieht jetzt nach. Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, was GER gemacht hat.
wirklich einen Vorteil haben sie jetzt nicht dadurch, oder? Dass sie da so gewartet haben so lange. Naja, das ist schwer zu sagen. Ich meine, sie ziehen sich jetzt relativ breit auseinander. Ja. Also ein echtes Fokusfeuer können sie eigentlich nicht mehr machen. Ja, zwei sind immer noch in der Base von G-SWAT. Aber hier der kleine Mücke, die kommt jetzt hier hinten rum und hängt gleich am Hintern vom Schlabock. Nein, doch nicht. Er fährt durch zur Base, kriegt selber jetzt von hinten eine rein. Das ist natürlich. Ja, aber gut, die Cap-Zeit wurde einmal zurückgesetzt. Die Scouts ja, bilden da wieder einen Kampf. Kleine Mücke hat jetzt nochmal einen gefressen, ist jetzt auch nur noch One-Shot. Na, Mr. Rakete mit seinem Scout ist One-Shot. 2 gegen IS-3 und guck an. Das hätte ich nicht gedacht. Das, wie heißt das? Schabock hat hier doch den kürzeren jetzt. Ja, 35% zu 37%. Es ist alles noch. Ja. GR konnte jetzt. Man weiß ja auch nie, was die Panzer für eine Mannschaft drauf haben. Das kann natürlich auch entscheidend. So, der erste Scout von GER ist raus. Na, bisher sieht es richtig gut aus für GER. Das Objekt ist noch One-Shot. Ja, der Höllenhund kann jetzt natürlich das Objekt rausnehmen. Macht er's? Ja. Ja, jetzt sind noch zwei Panzer von G-SWAT übrig. Der T-32 und der Defender in der Base. Ja. Bush Baby und Power Ossi ziehen jetzt Richtung Base. Der Defender ist jetzt mittlerweile One-Shot und jetzt ist er raus. Jetzt bleibt nur noch der T-32 übrig. Ja, fehlt auch nicht mehr viel. Die ziehen sich jetzt zusammen. Ja, und raus ist er. Ja. Sehr interessante Runde. Definitiv sehr interessant. Und ja, somit konnte GER den Ausgleich erzielen und es steht jetzt 1:1. Ja, als nächste Map bekommen wir Min und da bin ich definitiv auf Setup gespannt. Nehmen Sie einen Scout mit rein oder wird es ein reines Heavy Setup?
auf jeden Fall eine Karte, die viele Möglichkeiten bietet, was da auch die Strategien anbelangt. Ich bin schon mal gespannt, ob sie im Pulk zusammenbleiben oder ob sie sich aufteilen werden. Ich vermute, sie teilen sich auf. Ja, ich vermute eher, dass sie zusammenbleiben werden und dann, ja. Über den Hügel oder gleich zum Cap, das ist die Frage. Ja, es ist natürlich abhängig von der Seite, wo man startet. Ich meine, wenn jetzt viele auf 1J starten würden, wäre es halt nicht so sinnvoll, hinten lang zu fahren, sondern dann über den Hügel. Es scheinen noch taktische Besprechungen zu geben. Ja, da war auch schon der erste, der nicht ausgewählt war. Ja, sowas passiert leider immer wieder. Ja, okay, das ist eine Ansage. So, GER startet mit einem Höllenhund, zwei IS-3en, ein Objekt 252U, ein Defender, ein Fatherland und ein King Tiger. Und G-Sword mit zwei IS-3, ein Objekt, ein Defender, ein Skursch, zwei T-32. Jawohl, so. Schauen wir einmal rüber. GER startet unten nur mit zwei Fahrzeugen. Der Scout wird jetzt natürlich oben auf den Hügel ziehen. Der Rest zieht rüber zur Base. G-SWAT, ja, zieht komplett Richtung Hügel. Das könnte interessant werden, denn könnte vielleicht die Taktik von GR aufgehen, wenn sie G-SWAT so ein bisschen durch das Objekt hier unten am Hügel festhalten können, die IS-3. Aber nein, sie ziehen auch zum Cap. Ja, Krabbe ist jetzt alleine hier vorne und kann Richtung Base wirken. Allerdings kommt Ramazzotti da auch gerade Richtung dem Objekt. Der Rest von G-SWAT zieht jetzt ebenfalls hinten rum. So, jetzt ist der Pulk von G-SWAT auch offen.
IS-3 ist One-Shot, ist raus. Gleiches Schicksal. Dem Defender, nein, dem Objekt jetzt auch folgen. Nein, sie Power Ossi ist raus. Oh, der erste Panzer brennt, ist raus. So, jetzt kehrt G-SWAT ebenfalls in die Base ein. Somit wird die Zeit angehalten. Oh, GER mittlerweile nur noch drei Panzer drin. Kleine Mücke ist One-Shot. Der King Tiger ebenfalls One-Shot. Na, warum nehmen sie nicht raus? Jetzt. Jetzt ist er raus. Ja, es ist nur noch Kenny und kleine Mücke übrig. Ja, Fokus Feuer auf kleine Mücke und auch raus jetzt. Ich glaube, das war die Entscheidung. Jawohl, ja. Das war's. Ja. Klarer Sieg. Sehr schöner Sieg. Demnach steht es jetzt 2:1 für G-Spot. Ja, schon bei der Schadensverteilung sieht man das schon sehr deutlich. Jetzt gibt es wieder den Seitenwechsel. GR ist ja eben gerade gleich losgeprescht ins Cap und hat ja auf seine zwei Nachzügler von dem anderen Spawnpunkt, die haben sie ja nicht gewartet. Fandest du das schlau? Ich hatte das Gefühl, die waren so ein bisschen dann auch diesem Pulk von G-Sword ausgeliefert. Ja, also wenn ich ehrlich bin, ich hätte es anders gemacht. Ich wäre mit. Ist man immer schlauer, das ist klar. Ja, also die Taktik hätte auch durchaus aufgehen können, aber ich wäre halt mit meinem gesamten Team dann überm Hügel gepusht. Es ist halt immer problematisch, wenn halt ja die Fahrzeuge getrennt spawnen. Ich meine, manchmal starten an dieser Stelle unten zwei, manchmal drei, manchmal auch gar keiner. Das ist dann natürlich dann ein richtig guter Vorteil für das Team. Wie gesagt, ich hätte es anders gemacht, wahrscheinlich. Aber selbst das muss halt nicht die beste Taktik sein. Die Taktik hätte auch durchaus vom GER aufgehen können. Ich bin gespannt, ob es weiterhin noch einen Scout geben wird im Spiel. Ich denke schon. Ja,
Ich habe eigentlich bisher überwiegend nur ja, Heavies gesehen, so gut wie keine Scouts, zwischendurch mal ein Jäger. Aber ein guter Scout kann auch immer das Salz in der Suppe sein, kann immer das gegnerische Team nervös machen, kann viel aufdecken, taktischen Vorteil bringen. Also ich bin eigentlich immer ein Freund davon, einen guten Scout-Fahrer dabei zu haben. Ja. Wenn er schnell genug ist und gut wird, dann kann er auch paar Heavys ablenken, die eventuell versuchen, ihn rauszunehmen, aber durch seine Schnelligkeit und Wendigkeit es einfach nicht schaffen. Ist natürlich ein Argument, das ist ja. So, die nächsten Panzer gehen auf und ich sehe schon bei GER ein AMX 5000. Den habe ich heute schon mal auf dieser Map gesehen. Oh, zwei AMX. Ja. Aber alles Heavys, wie es aussieht. Ja, doch, Ja, reines Heavy-Setup. genau, kein Scout mit dabei. So, wir schauen einmal rein. G-Swords startet mit zwei IS-3, einem Objekt, ein Defender, ein Sarge und zwei T-32. Ja, GER mit einem Object, einem Defender, einmal Fatherland, einmal T32, King Tiger und zwei AMX. Ja, wie wir jetzt hier sehen, G-Swords startet unten mit drei Panzern. Aber so wie es aussieht, ja, der größte Teil zieht vorne Richtung Hügel, GER mit zwei Panzern wieder Richtung Cap. Ja, sie verteilen sich. Na, der AMX hat schon die ersten aufgemacht, die ziehen sich jetzt wieder zurück. Sehr spannende Sache, weil hier beide die gleiche Taktik angezogen haben. Ja, hinten noch die zwei IS-3, die abseits stehen und warten. Genauso aber bei GER, der das Objekt und was war das noch? Der jetzt, nein, jetzt fahren sie zurück und schließen sich dem Pulk an. Der Defender. Das Objekt. Ja, Somit haben die jetzt eine klare. mittlerweile sind alle offen. Und ja, was machen? Ja, die IS-3 ziehen sich jetzt auch zurück, helfen jetzt dem Pulk gleich. Natürlich können Sie nicht wissen, dass die rechte Flanke völlig frei ist. Wäre schön gewesen, wenn Sie dort rumgefahren wären. Naja, theoretisch hätten sie es sehen können, da wirklich alle sieben Panzer auf waren. Aber gut, was will man machen? So, die IS-3 sind mittlerweile auch da. Oh, da ist der erste schon raus. Gehe er auch der King Tiger raus. Jetzt gibt es einen Push von G-Swat. Ja, AMX 5000, der eine ist One-Shot. Power aus hier noch übrig und Kenny. Kenny jetzt Munitionstreffer bekommen. Und auch der nächste raus. Jetzt sind nur noch die
AMX 5100 übrig. Ah, da haben sich natürlich direkt alle drauf gestürzt. Ja. Ja, der letzte AMX 5100 ist One-Shot. Er versucht sich jetzt scheinbar erstmal in Deckung zu bringen. Die IS-3 hat ihn aufgemacht, hat leider daneben geschossen. Er stellt sich jetzt natürlich seitlich. Ja, jetzt steht er besser. Und die, ja, zwei ziehen sich jetzt zur Base. Aber das hat sich dann auch nicht mehr gelohnt. Sache, würde ich sagen. Ja, demnach steht es jetzt 3:1 für G-Sword. Auch der Schaden, muss man sagen, bei G-Sword schön verteilt. Sehr schön verteilt. Hier ist wirklich ein sehr homogenes Team am Berg, wo jeder wirklich seinen Panzer beherrscht, wie es aussieht. Ja, demnach hat jetzt G-Sword die Chance, ja, das Spiel für sich zu entscheiden. Jetzt gibt es auch den Map-Wechsel. Jetzt kommt die Map Ruinberg. Und da bin ich gespannt, was sie machen. Haben vielleicht noch nicht gemerkt, dass das nicht richtig aufgeteilt ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Setup. Für mich ist schon eine klare Überlegenheit von G-Sword erkennbar. Aber neue Karte, neues Glück, da kann schon wieder alles ganz anders aussehen. Das ist durchaus korrekt. Ja, theoretisch müssten jetzt GER die beiden Spiele auf dieser Map gewinnen, um im Entscheidungsmatch zu kommen auf Geisterstadt. Ich würde es mir natürlich wünschen, weil sowas ist immer spannender. So, da gehen die Panzer auch schon auf.
Jetzt wieder mit Scouts. Jawohl. Ja, sehr ähnliches Setup. Beide mit einem Scout. Richtig. Ja, ich bin gespannt, was sie machen. Ja, das ist, was wir halt leider nicht sehen können. Premium-Panzer kann sich jeder kaufen. Was da allerdings für eine Mannschaft drin sitzt, ob die 10 Perks oder nur 2 Perks hat, das kann man nicht sehen. So, G-SWAT startet einmal mit einem Höllenhund, 3 IS-3en, ein Objekt, ein Defender, nein, halt, 2 Defender. Ja, und GR startet mit einem Höllenhund, 2 IS-3, einmal Objekt, ein Defender, ein Fatherland und ein King Tiger. Jawohl. So, ja, G-SWAT zieht Richtung Stadt. Der Höllenhund fährt geradeaus und da haben die Scouts sich gegenseitig aufgemacht. GER zieht jetzt auch langsam Richtung Stadt. Du sagst es langsam. Mr. Rakete bleibt hinten etwas stehen, fährt aber jetzt auch vor. So, GER auch schon an der Base mit einem Panzer drin. G-SWAT relativ nah beieinander, GER hingegen relativ ja, verteilt. Die beiden Höllenhunde bekämpfen sich jetzt. Auch das könnte wieder ein entscheidender Moment sein. Der dieses Zweier-Duell gewinnt, könnte sein Team da unterstützen. Bush Baby hat bereits einen Treffer erhalten. Der Höllenhund hat auch schon einen Treffer erhalten. Allerdings, der Höllenhund von GER hat jetzt fast die ganze Mannschaft eben aufgedeckt von G-SWAT. So, G-SWAT pusht jetzt noch mit rum. Also der Rest. Oh, Kenny hat jetzt auch einen Treffer kassieren müssen. Oh, der Höllenhund von G-SWAT hat einen Munitionstreffer erhalten. Oh, und der Turm. Auf den Turm. Und das wird wohl gleich gewesen sein. Ja. Damit ist G-SWAT sein Höllenhund los. Jetzt bin ich gespannt, wie er, wie GR. Ja, G-SWAT setzt zum Push an. Ja, gerade etwas unübersichtlich. Ja, G-SWAT führt derzeit 2:1. Oh, jetzt geht's ganz schnell. Ja. Sehr gutes Fokusfeuer. Jetzt ist der Power Ossi noch übrig. Dort an dieser der Stelle. Macht gar nichts dahinten.
gibt mal einen Schuss ab, aber er hält hier die Heavys nicht wirklich vom Kampf ab. Ein Power-Aussie ist mittlerweile raus. Kenny ist auch nur noch, war ein One-Shot, ist ebenfalls raus. Und ja, jetzt pushen sie auf Bush Baby drauf. Munitionstreffer und raus. So, ja, demnach ist jetzt nur noch der Höllenhund da. Auch hier muss man sagen, wieder ein klarer Sieg für G-Swat. Darauf wird es hinauslaufen. Man muss natürlich fairerweise auch sagen, dass ein Scout in der Stadt es immer sehr schwer hat. Ja, richtig. Ja. Und das war's. Ja, somit hat G-Swat 4:1 gewonnen. Wir schauen uns nochmal die Schadensverteilung an. Ja, auch ja, sehr eindeutig. Ja, gut, wunderbar. Das war's dann auch schon wieder von uns. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Von mir auch vielen Dank und tschüss.